herzlich willkommen hier in meiner Küche mit meinem Thermomix. Ja, wir haben jetzt bald Ostern und bei uns gibt es natürlich auch immer süße Sachen, ja. Und zwar Amarena-Kirschen, ja. Amarena-Kirschen brauchen wir, wenn wir ein leckeres Eis, schön leckeres Vanilleeis mit Sahne und schön Amarena-Kirschen drauf. Oder wenn wir eine leckere Nachspeise haben wollen, schön mit Mascarpone und Sahne. Wenn man Kuchen backt, kann man es gebrauchen. Also es gibt ganz viele Sachen, was man damit natürlich machen kann. Schmeckt super, auch wenn wir Waffeln backen und dann schön Eis und Sahne und Amarena-Kirschen drauf. Also ich denke, sowas Leckeres zu Ostern muss nach dem Essen auch sein. Ja, Amarena-Kirschen, wenn man die schon fertig kauft, sind die natürlich sehr teuer. Und von daher machen wir uns die doch selber, ja? Also, als allererstes, Moment, machen wir 200 Gramm von dem Gelierzucker in den Mixtopf geben, ja? 200 Gramm. Und, ja, 200 Gramm. So, ich habe kein Amarena da und ich habe das letztes Mal mit Rumtropfen probiert und es war richtig lecker, hat mir richtig gut geschmeckt. Habe ich jetzt auch nicht da, ich nehme das, was ich da habe und zwar ist das hier Orange. Ja, dann nehme ich da mal mehrere Tropfen von, so eine halbe Flasche mache ich da. So, das sind ja diese Aroma. Fläschchen hier. So, und natürlich 2 Teelöffel von dem Vanillezucker. Das mache ich mit rein, weil das habe ich letztes Mal auch gemacht und es ist einfach richtig, richtig lecker geworden. Und deswegen mache ich das jetzt hier auch. So. Da mache ich einfach mal 2 schöne gehäufte Teelöffel rein. Und jetzt kommt der Korb rein. Und die Kirschen. Wenn ich sie denn dann aufkriege. Mann, ich kriege das Glas nicht auf. Boah, ich kriege das Glas nicht auf. Das darf nicht wahr sein. Ich kriege es nicht auf. Pass auf. Nicht. Deck. Nein, ich habe schon gehauen. Ja. Easy. Passe, danke schön. So, und das Ganze schütten wir jetzt hier rein. Die Flüssigkeit geht hier nach unten. So. Und jetzt einmal verschließen. Deckel drauf. So, 5 Sekunden. Auf Stufe 3, dass sich das einmal alles vermischt, der Gelierzucker mit dem Kirschsaft. So, und das Ganze machen wir jetzt 15 Minuten. So, 15 Minuten auf Varoma Stufe 2. So, und dann haben wir gleich unsere, ja, Amarena-Kirschen ist das ja nicht. Könnte auch noch schauen, ob das, ja, es riecht aber schon nach Orange, ist okay. Also es muss nicht, man kann einfach ausprobieren. Ich habe letztes Mal rumgenommen, war lecker. Jetzt nehme ich Orange mit Vanillezucker dabei, das muss lecker werden. Wird's auf jeden Fall. So, dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. So, die Zeit ist um. Und jetzt holen wir das Ganze raus. So, und wir schütten das jetzt alles hier rein. So, nehme ich das erst einmal ab.
ganze Flüssigkeit kommt wieder in das Glas. So. Also mit Orange weiß ich nicht, wie es schmeckt, aber ich denke, das wird schon. So. Und natürlich werde ich jetzt die Kirschen schön reingießen. Das heißt nicht reingießen, sondern in das Glas. Kann man das gut sehen, ja, ne? So, alles in Glas reinmachen. Das wird richtig gut voll werden. Habe ich mir gerade mein... Hey, das wird wirklich super voll. So soll es auch sein. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt. Halt das mal jetzt so hoch. Ja, ist richtig gut voll geworden, das Glas. Und jetzt Na gut, ich möchte das mal erstmal ein bisschen probieren, wie die Soße geworden ist. Flüssigkeit, was für einen Geschmack das hat. Lecker. Also man kann eigentlich nehmen, das was einem schmeckt. Ob jetzt Rum-Aroma, Vanille-Aroma, Orangen-Aroma. Klar, man kann auch Amarena nehmen, wenn man Amarena-Kirschen haben möchte. Ein bis zwei Amarena. Also wenn man das mit Amarena machen möchte, dann nimmt man ein bis zwei Amaretto-Messbecher. Genau, ein bis zwei Amaretto-Messbecher. So, das ist mein Amarena-Kirschen ist es jetzt nicht. Ist jetzt Orange-Kirschen, würde ich sagen. Aber das zu Eis oder mit Mascarpone gemacht, wird bestimmt super lecker schmecken. Und ich habe was Leckeres für die Nachspeise. Und wenn ich da irgendwie noch ein schönes Rezept finde, wo ich das mitbrauche, dann werde ich da auch noch einen Film machen. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, wenn ihr das mit Amarena machen wollt, dann macht ihr das, mit Amaretto machen wollt, ja, dann habt ihr die Amarena-Kirschen und dann nehmt ihr einfach ein bis zwei Messbecher, ja, so kleine Messbecher Amaretto rein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!